Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Taro55 zu einem weiteren Modrio. Und zwar schauen wir uns heute die D-Line R1 von Pixeljap an. Und er schreibt dazu, die D-Line R1 Stationen in 8 verschiedenen Farbvariationen, kompatibel mit der 10er MGT ohne Verkleidung. Inhalt, Abdeckung für Stationsunterseite, Station grün, schwarz, blau, braun, rot, grau, weiß und gelb. Also, das ist die Stations Unterseitenabdeckung. Das Schwarz finde ich sehr schön hier. Sehr schön. Schwarz, Blau, vielleicht noch ein matteres Blau wäre auch noch schön gewesen. Braun, Grau, Rot, Grün, Weiß und Gelb. Von ihnen ist Holt, das ist jetzt die Bahnhofsvariante. Bei der Bahnhofsvariante nämlich ist hier ein Loch für den Bahnhof hier. Hier habe ich es auch mal eingebaut, draufgesetzt. Ist hier nämlich ein Loch für den Bahnhof da drin. Ja. Man kann das dann auch mit den Building Panels. Zum Beispiel, was nennt man denn da am besten? Matt One. Kippt man das so zur Seite. Und, warte mal, wenn man das noch ein bisschen mehr zur Seite gekippt. Will ich halt nicht. Aber so, dann hält man es hoch und setzt es halt dann da drauf. Ja. Setzt man halt dann da drauf, ja. Ich werfe kurz die Bahn an, dass ihr auch seht, dass das alles funktioniert. Also das ist die ohne oben halt. Wie ihr seht, geht es hier perfekt durch mit der Klemme. Ja, vielleicht hätte man noch ein bisschen weiter nach hinten tun können, dass es dann da oben nicht anstößt. Ja. Hier innen ist eigentlich, ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser zu hin tun können, aber hier bei der Ausfahrt, wenn es mal ein bisschen schneller gehen würde, passt es eigentlich auch durch. Wenn man es halt richtig angepasst hat. Ja. Dann habe ich hier nochmal das Blaue angewendet. Hier habe ich es auch ein bisschen besser abgepasst hier. Mit dem da außen, das ist hoffentlich so richtig, gell? Oder vielleicht muss es auch zusammenlegen hier. Hier habe ich auch die Stationsunterseitenverkleidung angenommen. Ist auch ein bisschen schief, aber man muss es halt gerade machen. Dann haben wir hier auch noch. Okay. Jetzt hier, also das Ding, die Umlaufscheibe wird hier abgedeckt. Und ja, es passt so hier von der Einfahrt her. Eigentlich eine ganz coole Mod. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr auch eine. Warte mal, normalerweise könnte man das auch breiter machen, ja. Und dann könnte man es zum Beispiel, warte mal, ich ziehe mir das kurz mal hierher. Man könnte es dann auch über eine Sesselband, glaube ich, drüber machen, gell? Wenn man es breiter zieht. Zum Beispiel bei Ropeways, dem Rope, edit my Ropeway Typ, yes. Und gib den jetzt einfach mal hier die Sonnenbahn drauf. Bild. Jetzt habe ich dem hier die Sonnenbahn drauf gegeben. Wenn ich jetzt hier ja auf Finish drücke, got it, und dann nochmal auf das und dann das, vielleicht weiter auseinanderziehe. Also wirklich breit die Station. So weit auseinanderzieht, dann haben wir auch eine schwarze Station, wenn man es ein bisschen kleiner macht. So, dann haben wir, ja, hier haben wir jetzt zwar das drin, aber man kann auch eine schwarze Station machen. Von dem, indem man es einfach drüber legt, muss man halt dann genau abpassen. Beispiel hier jetzt, dann muss ich noch ein bisschen runter und zurück.
Und dann wieder ein bisschen rauf. So, also vorne habe ich jetzt abgepasst. Da vorne sieht man es jetzt kaum. Also bei der Einfahrt halt hier. Ist jetzt, und von innen drin sieht man auch ein bisschen das Glas. Ja, aber sonst ist eigentlich nicht viel anders. Ja Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Bye und ciao.